Ja, und da sind wir doch auch schon wieder bereit für den bereits 14. Teil von Let's Play Shadow Hearts. Zonatas Gaming Edge sagt ein weiteres Mal guten Tag. So, wir haben uns wieder erstmal zurück zum Hotel bewegt, um dann den letzten, wo wir den letzten Part halt beendet haben. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Ort des Geschehens und setzen direkt wieder da an, wo wir halt aufgehört haben, nämlich hier unten in der Entertainment Show oder was da drauf steht. Ich glaube, sowas in der Art wird es gewesen sein. Und gucken mal, was hier so abgeht, Alter. Oh, Zuzen, das ist doch genau dein Metier, was hier so rumläuft. Betrunkener Lee. Hab dich hier noch nie gesehen, Alter. Das ist eine gute Bar. Also lass die Kunden in Ruhe. Ja. Lass du mal lieber den Alkohol in Ruhe. Ganove kann. Hau ab, Alter, du nervst. Die Show fängt jetzt an. Hier scheint es ja wirklich abzugehen. Können wir hier hoch? Können wir die Show machen? Oh. You can leave your head on. Yeah. Macht euch das an, ja? Kommt näher. Okay. Ich spreche dann mal den Hans-Dieter hier an. Tut mir leid, Sie zu stören, aber ich würde gerne den Inhaber sprechen. Sagen Sie ihm einfach zu, Zen sei da. Kellner Tenten. Tut mir leid, mein Held. Der Boss ist nicht da. Gehört er noch nicht, Mr. Zen? War ja klar, dass er dem alten Sack gehört. Zen? Sagt mir gar nicht. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Ich meine den Vater der jungen Dame. Oh, wenn Sie den meinen, setzen Sie sich. Er müsste jeden Augenblick kommen. Ist er nicht der Besitzer von diesem Laden? Ach was, wie kommen Sie denn da lauf? Die Bude wurde doch schon vor Urzeiten verkauft. Oh, kannst jetzt nicht mehr umsonst irgendwelche Brüste schlabbern? Hallo, junge Dame. So, die spielt ein Instrument. Ich bin da mal still. You've grown into a beautiful young woman, Quihua. Since I saw you last, the sound of your playing has become so much richer. So, what do you think, Zhen? Why is it that the march of time, the endless rising and setting of the sun, has to be so cruel to us old folks? At any rate, Zhen, here I am, back in Shanghai. I intend to clean things up once and for all. The legacy of Huga, who passed on so long ago. Well, perhaps next time. Da darf man ruhig mal applaudieren. Ich möchte hinzufügen, dass ich wirklich allen Ernstes der Meinung bin, dass meine Synchronisation von Su Zhen besser ist als der Typ, der ihn da in der englischen Fassung synchronisiert hat. Su Zhen ist doch schon bestimmt locker über 60 und der wird von einem Typen gesprochen, der klingt wie 20. Passt sehr gut. Onkel Su Zhen? Onkel Su Zhen! Wie sie läuft. Schön, dich zu sehen. Boah, kann ich nicht aussprechen. Du bist ja eine richtige Schönheit geworden. Schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus. Du hast dich gar nicht verändert. Sie sieht ein bisschen aus wie Lara Croft auf dem Foto, was da eingeblendet wird. Wie geht es deinem Vater? Wie geht es, Mr. Zen?
wohl nicht so gut. Was ist los? Das ist er doch. Mr. Zen? Was ist denn nun schon wieder? Alter, willst du ein paar Münzen, hä? Komm, hier hast du was. What the fuck? Du lebst also von den Resten der Tochter, deiner Tochter? Oh, wie rührselig. Ah! Hä? Schulgang? So ist es, Vater. Onkel Zu Zen ist wieder da. Der scheint eine ganz große Nummer zu sein, dieser Onkel Zu Zen. Wie geht's, Mr. Zen? Ich find's irgendwie befremdlich, dass er den so anspricht. Du nicht? Aber wie? Du bist man so einen alten Freund. 15 Jahre ist es ja und du tust, als hättest du ein Gespenst gesehen. Zu Zen hat sich einfach mal gar nicht verändert, genauso wie der andere. 15 Jahre, also ich in 15 Jahren sehe auch noch jetzt so aus wie jetzt. Also Milchbubi-Style und so, ne? Ja, dann gebe ich mir, glaube ich, die Kugel. Man hat mir gesagt, der Lorn hat den Besitzer gewechselt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ach komm schon, warum so förmlich? Als Besitzer dieses Lorns solltest du... Schweigen. Ich bin der Eigentümer. Oh nein. Du bist... Wugui! Du bist also noch am Leben. Ich glaube, das ist mein Textmeister Zu Zen. Ich bin endlich zurück aus Kowloon und sehe viele bekannte Gesichter. Wird das so geil. Wugui aus Kowloon. Ich werde dich standesgemäß begrüßen. Let's fight. Meister Wugui, lassen Sie bitte Onkel Zu Zen in Ruhe. Er will nur meinen Vater besuchen. Also bitte, bitte. Meister Wugui? Warum so überrascht? Hatte ich dir nicht gesagt, dass ich der Besitzer von dem Laden bin? Früher war Zong Jung Zen ein Gegner von Meister D.O.Y. Jetzt sind er und seine Tochter meine Angestellten. Das glaube ich nicht. Stimmt das, Zen? Ja. Wie konnte das? Was ist los, Zu Zen? Shanghai hat sich verändert. Beginnen wir mit der Begrüßungszeremonie, Moni. Du kennst doch das alte Spiel, oder? Ihr zwei. Früher war dieser alte Mann der stärkste Mann in der Gegend. Besiegt ihn und ich belohne euch. Mein Gott, hat er es nötig. Ich nehme diese Belohnung an, Meister Wugui. Zuerst ich, Alter. Den Besoffenen schaffe ich ja wohl hoffentlich. Ich hätte den Stab ausrüsten sollen, den ich bekommen habe. Hä? Auf einmal sieht er aus wie ein Monster. Was ist das denn? Und wieder dieses komische Vieh. Na egal. Regen wir uns nicht über so einen Scheiß auf. Und geben dem Vieh auf die Schnauze. Eat my... Oh, kacke, das Vieh ist stärker als ich. Let's use some magic. Ja, wirklich viel Neues haben wir nicht dazu gelernt. Burn, Motherfucker, burn! Sieht so geil aus. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Können mal meine Kollegen auftauchen und mir aus dieser misslichen Lage helfen? Brauchen sie nicht. Ich schaff das auch alleine. Wäre ja wohl gelacht, wenn ich, alter Knacker, keine besoffenen Spacken in ihre Schranken weisen könnte.
Dass Zu Zen mal der stärkste Mann da war, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Sorry, Zu Zen. Diese Schufte sind keine Menschen. Ach, ich verstehe. Ihr seid wohl alle DOS Untergebene, was? Na, wenn das so ist, bekomme ich den Laden, wenn ich gewinne. Guter Deal, oder? Dein Versuch ist auf jeden Fall zwecklos. Du bist für so etwas viel zu alt. Nicht schlecht, Opa. Kannst du noch? Vielleicht ist es Zeit für ein Gebet. Nö, ich glaube, dich kriegen wir auch noch platt. Gut, dann hauen wir nochmal diesen Scheiß hier raus. Das ist bei... Scheiße. Bei dem Opa dann doch leider etwas wirkungsvoller als die normalen Angriffe. Na komm, hau dein Kamehameha raus. Wir sind fast tot. Aber ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt nochmal raushau, ist der tot. Hoffentlich straft mich mein Optimismus nicht. Tut er nicht. Schöner Spagat in den Tod. Du Scheißer. Dürfen wir jetzt auch noch den Ugui aus Kowloon kaputt hauen? Erstaunlich, Zu Zen. Du bist wirklich erstaunlich. Deine Künste haben nicht nachgelassen, obgleich es dir selbst nicht so gut ergangen ist. Bist du jetzt fertig? Genug geredet. Jetzt trittst du gegen mich an. Du erinnerst dich gut, oder? Deine Zauberkräfte können mir nichts anhaben. Ach so, der ist immun gegen Zauber. Gut, dann... Dann dürfte das ein Kampf werden auf einer Ebene, die wir nicht wirklich gewinnen können. Er sieht mehr ein bisschen aus wie so ein Mafia-Boss, ne? Ah, warum benutzt du nicht deine berühmten taoistischen Zauberkräfte? Erstmal heilen wir uns. Das könnte ich zwar auch mit Magie tun. Oh, das war doch perfekt. Aber nee. So, jetzt gucken wir erstmal, was der uns abzieht. Geht ja noch. Er soll ich es jetzt ausprobieren oder nicht? Ich weiß nicht. Macht es Sinn? Ey, komm, ich probiere es jetzt aus. Ich wette, das wird nichts, aber egal. Wenn er mich so nett drum bittet, dann wollen wir ihm die Bitte doch nicht abschlagen. Ich denke mal, es zieht nichts ab, oder? Deine Magie ist bei mir wirkungslos. Scheiße. Na, immerhin dürfen wir noch mal. Aus Nettigkeit. Mit normalen Angriffen können wir den nicht besiegen, Alter. Guck dir das mal an. 2-1-1. Der Kampf kann nur durch irgendein Ereignis unterbrochen werden. Das können wir nicht gewinnen. Ach, Mann. Aber wir kennen ja Shadow Hearts. Jetzt zieht's auf einmal 11 ab. Nochmal. Ach so, ist das vielleicht so, dass das von... Ne. Ach so, der verteidigt. Das habe ich jetzt erst gerafft. Oh, Kacke, 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 Kacke. Oh, oh. LOL! Tot. Scheiße, jetzt hat die Voodoo-Puppe hier getriggert. Habe ich die bei Zu Zen ausgerüstet gehabt? Wie geil. Damit hat das Spiel wohl nicht gerechnet. Wird es Game Over? Ich glaube nicht. Ich denke mal, das ist jetzt diesmal wirklich so gewollt. Yep. Zu Zen! Ich komme schon klar. Du Zauberkraft aufsaugender, mickriger, hinterlistiger Schuft. Und ich wollte dich schon schnell sterben lassen, aber du musstest ja zu viel reden. Ich werde deine Glieder abtrennen.
und sie Dewey servieren. Und deine schwatzende Zunge auch. Oh, da sind sie. Das ist bestimmt Yuri, oder? Jipp. Was macht ihr, Alterchen? Ich hab schon gedacht, ihr hättet euch verkrümelt. Sagt mal, ihr seid ja halb tot. Seid ihr verletzt? Hat das der Typ gemacht? Hey, was ist los, Junge? Du klingst ja, als wärst du besorgt um mich oder so. Freunde von dir, Zuzen? Es ist nicht gut, die Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Ich verzeihe dir deine Einmischung und jetzt verschwinde. Ich glaube, das wird böse für dich enden, du Pappnase. Ach, du bist das. Deo ist lausiger Lakai. Und wenn du vor mir auf die Knie fällst, du kommst mir nicht davon. That's what I wanted to hear. Wer sind sie? Warum soll ich dir das sagen? Du stirbst doch ohnehin gleich. Du bist wirklich zu blöde. Was für ein amüsanter Scherz. Also gut, du Narr. Wir werden ja sehen, wer hier sterben wird. Ja, ich freue mich. Der kriegt jetzt richtig auf die Fresse. I am the badass motherfucker himself. Das wird gegen Yuri nicht wirken. Der sieht schon so unbeeindruckt aus. Wichser! Was? Meine Fähigkeit lässt mich im Stich? Ich verstehe, auch du wirst von der Dunkelheit beschützt. Ja. Und für dich, Wichser, verwandle ich mich jetzt in den fucking Todeskaiser. So, jetzt kriegst du mal so richtig das Maul gestopft. Du unsympathischer Bastard. Oh ja, das tut gut. Auch direkt nochmal. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Drittes Mal auch noch vielleicht? Oh. Oh, das ist ja süß, deine kleine Gummihand. Oh. Das tat jetzt aber weh. Nein, scheiße. Fuck. Das kommt von dem ganzen Übermut. Na egal, so. Jetzt unterschätze ich die Scheiße hier nicht mehr. Stirb, du elendiger Bastard! Du kannst ausrasten, so viel du willst, du Gummipuppe. Du kriegst früher oder später so aufs Maul, dass du da gleich auf der Matte liegst. Um genau zu sein, jetzt. Oh, weini, weini, heuli, heuli, zu Mama rennen. Oh, brauchst du ein Tatü? Arschloch. Dem haben wir jetzt so richtig die Faust in den Arsch gerammt. Fusion! Du bist ein Dämon. Ich hab's mir anders überlegt. Ich töte dich nicht. Lauf zurück zu Dewey. Wo ich jetzt hier bin, versteckt er besser seine Wix-Vorlagen, denn er könnte jederzeit gekillt werden. Ich liebe diesen Charakter. Das nächste Mal wird die Sache etwas anders laufen, Junge. Ja komm, teleportier dich weg, du eierloser Ficker. Bist du okay, Zuzen? Es geht mir gleich wieder gut. Ein Hilfsangebot in allen Ehren, aber hättest du dich etwas früher kommen können? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ah. Was geht nur vor? Ich kann es nicht glauben. Ja, jetzt hau mal auf den Tisch, Zen. Was ist? Habe ich was im Gesicht? Kein Zweifel, seine Augen und sein Mund absolut identisch. Wie ein Zwilling, als ob er noch lebt und herangewachsen ist zu diesem großen. Oh, ah. Hey, er heult.
Was soll ich tun? Ist Meister Zuzen. Richtig geraten, Kiwa. Zen. Darf ich vorstellen, der Kleine hier heißt Yuri. Er ist ein Andenken von Oberst Ben Hyuga. Hm? Ja, in Zhongliao hat mir dein Vater das Leben gerettet. Seitdem habe ich ihn auf seinen Reisen begleitet. Wir hatten einen Laden in Shanghai und er sagte, dass wir von dort aus operieren sollten. Aber in Wirklichkeit war das nur Sorge um Kuiwa. Jeden Sommer ging Vater weg zum Arbeiten. Er kam erst zum Winteranfang wieder. Und dann eines Jahres kam der erste Schnee. Aber Vater kam nicht. Stattdessen kam in unser Dorf. Vergiss es. Ich hatte gehört, dass der Oberst eine russische Frau hat und dass sie einen kleinen Sohn haben. Aber ich wusste nicht, dass er am Leben sein würde. Meine Mutter starb. Ich hatte Glück und habe sie überlebt. Wie kannst du das sagen? Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Und wie froh du denn auch sein musst. Tja, Alter. Ihr habt alles von Anfang an gewusst, hä? Aber nie was gesagt. Über meinen Vater oder mich oder überhaupt. Ja, da kann sogar der alte weise Mann nichts mehr zu sagen. Warum muss alles so ein Geheimnis sein? Warum? Sag's mir, du dämlicher Alter. Hör auf, Yuri. Das hat Suzen die ganze Zeit schwer beschäftigt. Er wusste nicht, wie er es dir sagen sollte. Also, bitte. Ich war derjenige. Ich war derjenige, der Yuga getötet hat. Suzen! Wie bitte? Das könnten eure letzten Worte gewesen sein. Ich habe Yuga vor 15 Jahren kennengelernt, hier in Shanghai. Yuga wurde als Spezialattentäter nach China geschickt, als der japanischen Armee klar wurde, dass Dewey Übles im Schild führte. Wir haben lange nach Dewey gesucht. Schließlich haben wir erfahren, was es mit der Dämonentor-Anrufung auf sich hatte. Wir haben Deweys Festung, den Kuhai-Turm, angegriffen und ihn schließlich besiegt. Entschuldigung, Moment. Oh, mein Gott. Es war ein erbitterter Kampf. Also, der Mann, von dem ihr hier in Dalian erzählt habt, war... Genau, ich habe von deinem Vater gesprochen. Yuga hat sein Leben riskiert und die verfluchte Valorisierung verhindert. Dann starb mein Vater, Yuri, bitte vergebe ich Suzen. Suzen wollte nicht in den gleichen Kampf verwickelt werden, in den dein Vater hineingezogen wurde. Ich kann Suzen vollkommen verstehen. Wenn ich Herr wäre, hätte ich das gleiche getan. Ach, ich weiß. Yuri. Suzen, wenn Dewey versucht, nun zu wiederholen, was er schon vor 15 Jahren nicht geschafft hat, dann ist Meister Kiefer sicherlich nicht an der Reihe. Wer ist das wieder? Du hast recht. Wie konnte ich nur so blöd sein? Schrei nicht plötzlich so los. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Hauptsache, Margarete sagt auch mal wieder was. Aber dieser Tempel ist der heiligste Ort im Taoismus der neuen Himmel. Er wird vom Meister Xifa persönlich bewacht. Selbst dieser blödsinnige Dewey sollte wissen, dass man vor solch einem Ort Respekt haben muss. Meister Xifa? Ja, er war mein Lehrer, ein räudiger alter Ziegenbock. Er ist der Beschützer des unterirdischen Tempels von Wuhan. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Der weiße Tiger wird dort verwahrt, einer der Götter der vier Richtungen. Zuerst wurde das Bild des weißen Tigers woanders aufbewahrt,
aber damit es nicht in Deoas Hände fallen konnte. Ober Kiura hat es in die Hobbys von Meister Kiefer gegeben. Das bedeutet, dass Deoai seine Pläne diesmal sorgfältiger ausgeheckt hat als zuvor. Und wenn er deswegen Vugu ins Spiel gebracht hat, ergibt das langsam alles Sinn. In Ordnung. Ich bin bereit dafür, mein Leben zu riskieren. Was ist mit dir, Yuri? Hast du den Mut, den Weg deines Vaters zu beschreiten? Meines Vaters Weg? Es wird ein beschwerlicher und schmerzhafter Weg. Und an seinem Ende findest du womöglich nur Verzweiflung und Zerstörung. Nimmst du die Herausforderung an? Na? Was sagst du dazu? Zu Zen! Wie kannst du so etwas von ihm verlangen? Beeilung, Junge! Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren! Es war schon ein Wettlauf mit der Zeit von dem Moment an, wo diese Schweinehunde Alice erblickten. Alice sagte sie, dass sie rausfinden könnte, warum ihr Vater starb, wenn sie gegen Deoai kämpfen würde. Stimmt's? Ja, das stimmt. Alter, ich... Der Preis ist mir egal, wenn ich eine Chance bekomme, das zu sehen, was mein Vater sah. Ich werde es nicht bereuen. Wenn der verdammte Deoai wirklich diese Dämonentor-Einberufung auf uns loslässt, dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um diese kleine Einberufung ein für alle Mal abzubrechen. Gut für dich, Junge. Und du kannst dich darauf verlassen, dass dich diese alte Weise hier durch die Hölle führt, wenn es sein muss. Was ist das? Eine Großveranstaltung, oder was? Du schon wieder. Hast du wieder gelauscht, was? Nein, nein, hab ich nicht. Ich hab es nur zufällig mitbekommen. Was für eine verdächtige kleine Wanze du doch bist. Jetzt weiß ich, warum ich dich nicht leiden kann. Langsam mit den jungen Pferden. Krieg dich nicht so auf. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich unbedingt loswerden muss. Ich habe gehört, dass Deoai seine Männer nach Wuhan geschickt hat. Und das ist noch nicht alles. Die in Shanghai stationierten japanischen Truppen wurden ebenfalls heimlich nach Wuhan abgezogen. Was? Hey, woher weißt du über Deoai? Kannst du schweigen von den, ganz zu schweigen von den japanischen Truppenbewegungen? Hihi, wer im Schmugglergeschäft tätig ist, bekommt eine Menge Informationen aus dem Untergrund. Irgendwas stinkt hier. Aber wenn du versuchen solltest, uns zu helfen... Nee. Aber wenn du versuchst, uns zu helfen, sollte ich dir wahrscheinlich danken. Wenn das der Dank für meine Mühen ist, ich wollte nur helfen. Yuri, zu Zen, was sollen wir tun? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Haut ihr in die Fresse. Alterchen, ich bin sicher, es war Vugu, der nach Wuhan gegangen ist. Glaubt ihr nicht, dass er selbst für seinen großen Adepten wie ihr ein schwieriger Gegner ist? Tja, könntest du recht haben. Zu Zen, wir gehen mit euch nach Wuhan. Nein, Zen. Du und Kuya bleibt hier und sammelt möglichst viele Informationen. Hier muss wieder die Basis für unsere Aktivitäten sein. Zu Zen. Wartet hier und keine Sorge. Wir lassen keinen an den weißen Tiger ran. Jui, okay, verstehe. Komm, Kuya, wir gehen zurück in den Laden. Ach ja, bevor du Shanghai verlässt, komm doch bei uns vorbei. Sei vorsichtig, Onkel Zuzen. Komm heil zurück. Dann sollten wir uns wohl bereit machen. Gut. Sehr, sehr gut. Ein Stück weiter sind wir jetzt gekommen. Und das bedeutet für mich, dass wir diesen Part nun beenden. Ja, dann geht's im nächsten Part auf nach Wuhan in den Tempel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.